Feedback mehr kriegt. Durch Anonymität füllen Sie den Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Gärten. Und Mönche, Priester, was auch immer. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Das ist mir jetzt jedes Mal wieder aufgefallen. Es ist sehr realistisch, dass man einen Gelehrten mit einem Schwert durch die Gegend laufen sieht. Aber naja, gut. Das ist halt... Naja, die sind halt nicht die Schlausten. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. So, wir machen das gleich mit dem Vorherein. Das Weiß wird links sein. Und dann immer weiter. Und das zeigt, wie gesagt, wie hier unten steht, Weiß für die Information, Gelb für Attentatsziele, Rot für Soldaten und Blau für Verbündete. Gut gemacht. Und sie leuchten. Und damit haben wir die... Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Ja, schön. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Entschuldigt. Yeah, wir haben auch wieder den Dolch. Ich liebe den Dolch. Mit dem Dolch gibt es immer noch die besten Tötungsszenen. Mit dem Dolch und mit der versteckten Klinge. Einfach geil. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Ganz genau. Und da sind wir auch schon im Spiel mit anderen Assassinen. Wir müssen... Oh. Ei, 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 ei. Jetzt. Das mit der Kamera muss ich noch ein bisschen üben. Weil, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das auf PC spiele. Und, ja... Ich finde das auf Xbox-Varianten mit den Kameras immer ein bisschen besser gelöst. Aber hier ist es eigentlich auch noch ganz okay. Und die Templer! So, ja, drücken Sie F für die Zielerfassung. Wir haben doch gerade ein Tutorial gemacht, also... Meine Güte. Genau, dann wird er schön lang, leise erdolcht. Dort! Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben,
desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiyaf kümmern. Robert de Sable, sein Leben gehört mir. Nein, wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Ach, Alter, ihr sei nicht immer so, wie sag ich's am besten, arrogant. Also, was ist denn heute los hier? Ja, dann klettern wir da jetzt halt runter und ja, gucken mal, was passiert, wenn wir da hingehen. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Und das Tor ist hinter uns zu. Damit ist aber auch die Kiste runter und wie ihr gerade gesehen habt, wahrscheinlich... Zu den Waffen! Fehlt Alter ihr der Zeigefinger, der Ringfinger an der linken Hand. Das liegt daran, dass die versteckte Klinge der Assassinen zu dieser Zeit den Finger abtrennt beim Benutzen. Ja, und darum wird der Finger gleich amputiert. Na hoch. Na komm, schneller. Alter, ihr, nicht schlafen, du sollst klettern. Ach ja. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Also ich muss sagen, dieses Spiel gefällt mir grafisch echt noch sehr gut. Und das ist ja schon, ich glaube, 2008. Aber Bombe. Sehr geil. Ich glaube, ich kaufe mir auch so eine Kutte. Was? Altair, ihr seid zurück. Sieht so aus. Wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ja, nein. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Fertig, Palabert. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Genau. Ups, jetzt habe ich ihn erst weggepuppt. So, wir müssen jetzt hoch. Genau, das GPS unten rechts zeigt uns an, wo unser Ziel ist. Beziehungsweise im Allgemeinen, wo Norden, Süden und so weiter und so fort ist. Ja, das ist die Stadt Massiyaf mit seiner tollen, tollen Assassinenburg. Das ist schon echt genial. Sieht einfach geil aus. Das ist jetzt einfach nicht anders zu sagen. Die ganzen Assassinen, die hier mit rumstehen. Die Dorfbewohner, die selbstverständlich auch Zugang zum Schloss haben, warum auch immer. Menschen, die aus dem Nichts spawnen. So, und... Ups. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek.
Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Ja. Dafür haben wir später. Das wäre so toll, ihm einfach die Klinge in den Hals rammen. Oder allgemein irgendwo hin. Oder ihm die Geschlechtsteile abzuschneiden. Nein, okay. Wir wollen das hier natürlich nicht so weit ausweiten und. Jai. Welche Ehre. Genau. Und gehen erstmal zum Meister. Der Meister erwartet. Ja, das weiß ich doch. Vergottverdammter. Und flupp. Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Angerichtet? Ich richte dich gleich. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier. Nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das war jetzt ein großer Sprung. Die 20 Meter hätten wir jetzt auch nicht zu Fuß gehen können. Wie ihr gesehen habt, es gibt immer diese Bildstörungen. Das hatte ich noch vergessen zu sagen, als es soweit war. Dort musst ihr einfach eine beliebige Taste drücken. Ich nehme da einfach die... Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Danke. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab, beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. So, dann müsst ihr einfach irgendeine Taste drücken. Ich nehme immer die linke Maustaste, weil ich die Maus sowieso immer per Hand habe. Ja, ich weiß, wie ich meine Waffen auswähle in der Kavele. Und dann kriegt ihr so ein Special, sag ich mal. Dann wird die Kamera halt immer auf den... der weit sprechenden Charakter meistens gesummt.